Eines der Argumente, das von Atheisten und Skeptikern fast konsensual wiederholt wird, ist ja diese Behauptung, bei Religion handle es sich nur um etwas für schwache Menschen, denn manche Menschen bräuchten ja eine Stütze im Leben und würden sich dann in Wunschdenken und Wunschphilosophien flüchten. Das bedeutet, dass wie alle anderen Religionen auch letzten Endes das Christentum nichts anderes sei als bloßes Wunschdenken. Ferner würde ja es heißen, dass das Leid auf der Welt ja irgendwann Geschichte ist und Gott diese Welt einmal durch eine andere ersetzen wird. Somit sei das Christentum nichts anderes als Jenseitsvertröstung, ja, da zwar immer von einem Gott gesprochen wird, diese sich dann aber erst im Jenseits zeigen würde, ja, und somit dann letzten Endes davon ausgegangen werden kann, dass zwar auf dieser Welt bezüglich des Leides nicht mehr viel passiert, dann aber im Jenseits sich plötzlich magisch alles bessert, da wo dann niemand mehr irgendetwas nachprüfen kann, weil man dann ja sowieso tot ist. So würde sich die Kirche letzten Endes am Geld bereichern. Und das ist auch wirklich etwas, das viele Atheisten dann noch glauben. Wir haben uns schon einmal damit beschäftigt, warum das Christentum kein Wunschdenken ist, sondern warum es reale Gotteserfahrung und Offenbarung ist. In diesem Beitrag möchte ich aber noch einmal im Predigt- und im Argumentationsstil alle Christen dazu aufrufen, ganz klar und deutlich davon Zeugnis zu geben, dass Jesus Christus kein rosarotes Einhorn ist, das irgendwelche Regenbogen furzt, sondern dass Jesus Christus lebendige, erfahrbare, göttliche Realität ist und mit Wunschdenken, Märchen oder Jenseitsvertröstung oder anderen Fantasien nichts zu tun hat. Zunächst einmal muss, wenn wir uns den Charakter des Christentums und den Charakter der biblischen Offenbarung ansehen, glasklar eines festgehalten werden. Das Christentum hatte zu keinem Zeitpunkt seiner Geschichte den Charakter einer typischen Märchengeschichte, die Menschen besänftigen sollte. Das Christentum ist die einzige Religion, und da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Das Evangelium Jesu Christi ist die einzige Botschaft Gottes an die Menschen, das auf überprüfbaren, verifizierbaren Fakten basiert. Denn wovon geht das Christentum aus? Das Christentum geht davon aus, dass Gott sich in der Welt, in der Geschichte offenbart hat, weil Gott aktiv in die Geschichte und aktiv in die Welt eingegriffen hat. Davon geht das Christentum aus. Wir haben im Hinduismus irgendwelche Formen des Göttlichen, die man anbetet und zu denen man sich fleht. Tja, die sind von Menschen erfunden. Ja? Heiden haben ihre ganzen Götter nur erfunden, um sich die Natur besser erklären zu können. Ja? Denn wenn es donnert, dann hat halt Zeus mal wieder mit seiner Schelle gerasselt. Ja? All das, ja? Auf dem Berge Olymp würden Götter wohnen und die würden sich streiten und dann käme es zu Gewitter. Ja, das sind alles irgendwelche vorgeschobenen Erklärungen, die jetzt natürlich widerlegt sind. Ja? Aber beim Christentum haben wir es mit etwas kategorisch Verschiedenem zu tun. Wir haben es beim Christentum mit einem Gott zu tun, der durch die Naturgesetze wirkt und der sich in den Naturgesetzen zeigt, der die Naturgesetze emporgehoben hat, der die Naturgesetze verursacht hat, der die Welt erschaffen hat, der aber letzten Endes jemand ist, der zwar klare Regeln eingeführt hat, sich innerhalb dieser Regeln durch Ausnahmefälle auch zu offenbaren und da durchaus in Ausnahmefällen, wie gesagt, schon mal dazu bereit ist, solche Regeln, also Naturgesetze, außer Kraft zu setzen. Ja? Das Christentum geht davon aus, dass die Propheten des Alten Testaments Gott verkündet haben. Mose hat aber nicht einfach nur gesagt, naja, mir ist hier irgendwo Gott auf dem Berge Sinai erschienen, sondern es gab immer eine Lichtsäule, die den Israeliten angezeigt hat, wann Gott anwesend ist. Nicht nur das,
Mose konnte Wunder tun. Mose hat etwas Konkretes geleistet durch die Kraft seines Gottes. Er hat nämlich die Israeliten aus der Knechtschaft befreit. Ferner ist Folgendes zu beachten. Mose, wie viele andere Propheten des Alten Testaments, haben immer wieder konkrete Ereignisse vorhergesagt. Ja? Zum Beispiel Glaubensabfall, gewisse Entwicklungen, gewisse Kriege, gewisse geschichtliche Wendungen, Dinge, die man teilweise nicht einmal wissen konnte und die sich jetzt vor unseren Augen bestätigen. Und natürlich die wohl wichtigste Botschaft, das Kommen des Messias. Das Kommen des Messias und damit der neue Bund, den Gott mit den sündigen Menschen, die den alten Bund nicht befolgen und respektieren, ja, obwohl sie sich dazu verpflichtet haben, letzten Endes hält. Bei Daniel finden wir die Jahrwochenprophetie, die genau auf Jesus Christus zutrifft. Ja, dumm nur für Atheisten und Skeptiker, dass das nicht später hinzugefügtes sein kann. Denn wir haben ein klares historisches Profil Jesu Christi und seines Wirkens und des Glaubens der Urchristen, der nicht von irgendwoher kam, sondern aufgrund von Erfahrung. Das Christentum ist aus Erfahrung und nicht aufgrund von Schriftgelehrsamkeit entstanden. Ja, das bedeutet, dass wir es hier mit konkreten Vorhersagen, die bestätigt wurden und damit göttlich beglaubigt wurden, zu tun haben. Beim Phänomen Jesus Christus selbst haben wir es a. mit einer historischen Person zu tun, b. die ein ganz besonderes Charisma hatte, wie zum Beispiel Wundertat, ja, und in dessen Namen andere auch Wundertaten, wie zum Beispiel der Apostel Paulus, siehe Apostelgeschichte, siehe 2. Korinther 12,12, wo er selbst Skeptiker, die nicht an ihn glauben, daran erinnert, dass er vor ihren Augen Wunder tat, was er niemals getan hätte, wenn er es nicht tatsächlich getan hätte. Das bedeutet, die Apostel haben durch Wunder gewirkt und somit das Evangelium bestätigt. Ja? Was finden wir bei Mohammed? Bei Mohammed heißt es im Koran immer wieder, also in der frühesten Quelle seines Lebens überhaupt, da finden wir immer wieder die Aussage, dass Mohammed vor einer Menschenmenge stand und die fragten, naja, warum sollen wir dir jetzt glauben? Warum tut denn dein Allah das nicht? Ja, was wir ständig verlangen. Warum sendet er denn nicht einfach mal ein Wunder auf dich herab? Und ständig kam Mohammed mit angeblich von Allah diktierten Ausreden. Doch warum hat Allah sich in der Zeit, als er diese Ausreden herabgesandt hat und sich diese Ausreden ausgedacht hat, warum hat er in dieser Zeit Mohammed nicht ein Wunder gesandt, das ihn klar beglaubigte? Bei Jesus haben wir selbst im babylonischen Talmud Überlieferungen. In den Evangelien haben wir Überlieferungen von Wundern, Traditionen, die sehr alt sind, weil sie Aramaismen erhalten, ja, oder enthalten. Oder auch solche Traditionen, die nicht erfunden sein können, weil sie Botschaften vermitteln, die die frühen Christen nicht erfunden hätten. Ja. Zum Beispiel, dass manche Juden, wie auch aus dem babylonischen Talmud hervorgeht, gesagt haben, der Typ, dieser Jesus, das ist ein Verführer, das ist ein Gotteslästerer, das ist ein Lügner, das ist ein Zauberkünstler, ein Scharlatan, einer vom Satan, ja. Jesus hat natürlich das selbst logisch dadurch widerlegen können, ja, dass Satan niemals gegen sich selbst handeln würde, ja. Jesus hat nämlich gegen den Satan für Gottes Liebe gepredigt und zum Beispiel Dämonen ausgetrieben, also gegen Satans Werk gewirkt, ja. Das haben natürlich die ganzen engstirnigen Schriftgelehrten und sogenannten Gesetzestreuen natürlich nicht verstehen wollen. Sie hätten es vielleicht sogar verstehen können, aber ihr Herz war einfach zu hart dafür. Ja, das bedeutet, ja, zum Beispiel auch einmal, dass Jesus der wiedergekommene Elia sei, obwohl es christliche Traditionen gab, dass der Johannes der Täufer quasi im Geist und in der Macht des Elia wirkte. Und dass Elia dann zurückkommen wird bei der zweiten Wiederkunft Christi. Also dass Traditionen also, die erstens alt sind aufgrund von aramäischen Ausdrücken, die noch korrekt zitiert werden und übersetzt werden. Naja, und natürlich aufgrund von Traditionen, die nicht erfunden sind und die auch außerhalb der Bibel weitergegeben werden bei Flavius Josephus, bei Tacitus, bei Sueton, bei sonst wem und natürlich auch beim babylonischen Talmud. Ferner ist zu sagen, dass wir ein leeres Grab haben. Ja, in der Grabeskirche in Jerusalem finden wir einen Ort,
Genau wie ihn die Evangelien beschreiben und wo es geografisch und historisch nachgewiesen ist, dass dort Kreuzigungen stattfanden, dass das die Golgatha, die Schädelhöhle ist, ja, und dass dort eben tatsächlich in der damaligen Zeit nicht nur Kreuzigungen, sondern auch Begräbnisse stattgefunden haben. Und da finden wir ein leeres Grab, wo im 4. Jahrhundert eine Kirche drauf errichtet wurde, ja. Und wo bewiesen ist, dass quasi immer wieder Pilger dorthin kamen, ja. Und wo dann die Heiden etwas darauf errichtet haben, einen Götzentempel, ja, um quasi diese Jesusverehrung irgendwie auszuschalten. Aber was muss man sagen? Haben sie natürlich nicht geschafft, ja. Wir haben das frühe Zeugnis von 1. Korinther 15, wo Paulus für die Auferstehung der Toten argumentiert und hier quasi einleitet von Verse 3 bis 8, wenn er etwas zitiert, ja, und dann seine eigene Erfahrung anfügt, ja. Paulus zitiert nämlich ein altes Glaubensbekenntnis, das aus den 30er Jahren von Zeugen von Jesu Nachfolgern stammt. Und in den Evangelien haben wir dann Berichte, ja, die nicht mit Simon Petrus anfangen, den Paulus als erster aufführt, sondern sogar noch mit Frauen, während die Apostel sich ängstlich versteckten, ja. Und eine dieser Frauen war nicht nur sozial aus einer niederen niederen Schicht, sondern war auch noch eine, die sich Maria aus Magdala nannte. Und was wissen wir über diese Dame? Naja, über diese Dame wissen wir etwas ganz Interessantes und Hochbrisantes. Diese war nämlich einmal von einem Dämon besessen. Wenn man sich also die Mühe gemacht hätte, eine späte apologetische Legende zu erfinden, dann hätte man wohl kaum ein solches Beispiel gewählt und eine solche Geschichte erfunden, um vor den Juden, die eh schon misstrauisch genug waren, zu bekräftigen, dass Jesus auferstanden ist, oder? Es gab viele Figuren, Theudas und Judas der Galiläer und wie sie alle hießen, die hielten sich alle für den Messias, wollten alle der versprochene Messias sein. Ja? Und dann wurden sie irgendwann getötet und dann hörte man nie wieder etwas von ihnen, weil ihre Anhängerschaft hat sich zerstreut. Ja? Wir wissen nur aus wenigen Notizen, dass es sie überhaupt gab und was sie grob getan haben. Über Jesus sind wir viel besser informiert. Und wir sehen in den Evangelien, die Anhängerschaft Jesu war auch auf dem besten Weg, sich zu zerstreuen. Wäre nicht irgendetwas Transformierendes passiert, so kann man sicher sein, und gebe ich Brief und Siegel, ja, dass Jesus nun genauso bekannt wäre wie Judas der Galiläer. Doch das Phänomen ist, dass er eben bekannter ist, dass er die bekannteste Person der Menschheitsgeschichte ist. Wie kann es sein, dass Juden ihn kreuzigen lassen, dass Juden und Römer ihn kreuzigen lassen in einer Verschwörung, dass die Apostel dann sich zerstreuen? Wie kann es aber dann sein, dass der, der gerade den schmachvollsten Tod starb, weshalb die Apostel jeden Glauben an ihn verlieren, nur 3 Tage später plötzlich begeistert verkünden, dass er auferstanden ist? Wie kann es sein, dass die frühen Christen, 1. Korinther 15, Römer 8,11, glaubten, dass dieser Jesus nicht nur gekreuzigt und begraben wurde, 2 Fakten, die sich eben glasklar beweisen lassen, aus Notizen wie bei Tacitus, Flavius, Josephus, Babylonischer Talmud, Paulusbriefe etc., sondern eben auch, dass quasi dann dieses Grab leer war, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und eine Auferstehungshoffnung, eine konkrete messianische Hoffnung, konnte nur an eine leibliche Auferstehung gebunden sein. Ja? Die Christen haben nie irgendeinen Grabeskult entwickelt, wo dann der Leichnam drin war. Ja? Die Juden haben zugeben müssen, dass das Grab leer war. Sie haben immer nur behauptet, naja, die Jünger haben diesen Leichnam gestohlen. Doch warum hätten sie dies tun sollen? Das waren zutiefst moralische Menschen. Das waren aber auch Menschen, wie zum Beispiel Simon Petrus, die dann einfach so unsicher waren, dass sie eben weggelaufen sind und sogar verleugnet haben, zu Jesus zu gehören, weil sie eben Angst hatten und weil sie eben in Anführungszeichen eingesehen hatten, dass ihr Meister gescheitert war. Ja? Doch dann wurden sie eines Besseren belehrt. Ihr Meister war nicht gescheitert, ihr Meister hat den größten Sieg der Geschichte errungen. Ja? Und dann kam es eben dazu, dass sich das Christentum formierte, aus einer innerjüdischen Sekte heraus. Wie kann das sein? Die Jünger hatten, und das bestreitet heute kein ernstzunehmender Historiker mehr, Erfahrungen, reale Erfahrungen, da diese gestreut
geografisch gestreut vor unterschiedlichen und vor allem mehreren Zeugen auftraten, die alle in unterschiedlichen Situationen, zu unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen Voraussetzungen stattfanden von mehreren Zeugen. Und das wiederholt auch mit Tastwahrnehmungen, mit Sinneswahrnehmungen, visuell, audiovisuell und sogar mit Veränderungen der Realität, wenn Jesus zum Beispiel mit ihnen isst und ein längeres Gespräch führt. Ja. Einmal erkennen die Jünger Jesus sogar nicht und dann, oder mehrfach sogar, ja, und dann plötzlich erkennen die Jünger Jesus dann wieder. Ja. Wenn sie dann erst realisiert haben, wer da überhaupt vor ihnen steht. Das schließt ja sowohl aus, dass es eine Märchengeschichte war, denn wenn man einen Juden, der damals kritisch war, ja, und natürlich, Jesus starb den schmachvollsten Tod der damaligen Zeit. Und wenn man dann einen Juden apologetisch davon überzeugen wollte, dass Jesus auferstanden ist, ja, wie sollte man dann eine Geschichte erfinden, wo es dann heißt, ja, der ist uns zwar dann erschienen, aber es gab sogar Leute, auch wenn das nicht alle waren, viele haben ihn auch erkannt, aber manche eben nicht, es gab dann halt Leute, die haben ihn noch nicht mal erkannt. Ja, wow, was für eine gute apologetische Legende, würde ich mir persönlich nicht ausdenken. Und mich dann dafür auch noch den Kopf hinhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Paulus wurde zum Beispiel geköpft. Viele Christen hatten immer wieder mit Christenverfolgungen zu tun. Paulus wurde, ja, am Beispiel Paulus lässt sich das konkret nachweisen, weil er eben Briefe geschrieben hat, wo er das alles quasi erwähnt. Ja. Und wir haben diese historischen Belege, darüber haben wir uns ja schon mal gekümmert. Darum haben wir uns ja schon mal gekümmert, da haben wir festgestellt, die Christen wurden damals nicht in Samt und Seide gepackt. Die hatten Probleme, die wurden sozial nicht nur ausgegrenzt, glaubt mir, das war das kleinste Problem. Ja? Die hatten keinen Reichtum damals zu gewinnen. Ja? Ein kirchliches Machtmonopol gab es damals nicht. Es waren Leute an der Macht, die den Christen nicht wohlgesonnen waren. Wie um alles in der Welt sollte ich so eine Geschichte mir ausdenken? Ja? Aus damaligen Gesichtspunkten unglaubwürdig. Aus welchem Grund denn? Dafür, dass mich Jahwe dann nach ihrem jüdischen Glauben in der Hölle verdirbt, obwohl ich gar nichts überhaupt erreicht habe? Diese Geschichte muss historisch sein, weil wir nicht nur in den Evangelien, sondern auch außerhalb der Evangelien dafür starke Anhaltspunkte finden. Da sich die gesamte Ostergeschichte quasi rekonstruieren lässt aus außerbiblischen Quellen und da die Evangelienberichte historisch in so hohem Maße zuverlässig sind, dass wir keinerlei Berechtigung haben, das anzuzweifeln, zumal wir klare Beweise haben, dass die Urgemeinde nicht nur davon überzeugt war, dass Jesus erschienen ist, sondern dass das eben eine Erscheinung des leiblich Auferstandenen war. Was bedeutet das für unser Argument? Das bedeutet für unser Argument das, was Paulus in der Apostelgeschichte vor Festus von sich gibt. Was sagt der Apostel Paulus? Man muss sich das vorstellen. Paulus wurde vor den Kaiser geschleppt. Paulus war inhaftiert. Paulus konnte jetzt nicht nur verhaftet, sondern auch zu Zucht oder sogar zum Tod verurteilt werden. Und da wird ihm sogar noch geraten, jetzt fall doch endlich vom Glauben ab. Das wäre ihnen nämlich am liebsten gewesen. Und was tut Paulus? Paulus stellt sich hin und sagt, Leute, das hat sich nicht in irgendeinem Winkel zugetragen. Leute haben das mitgekriegt. Das hat sich nicht in irgendeinem Winkel zugetragen. Das war in Jerusalem. Die Leute haben das mitgekriegt. Ja, und dann sagt sogar noch der Oberste, der sagt dann noch zu ihm, naja, bald hättest du mich, dann würde ich auch zum Christentum konvertieren. Ja, das heißt, Paulus war ein so überzeugter und auch so überzeugender Apologet. Woher kommt diese unglaubliche Macht, wenn nicht vom Heiligen Geist Gottes selbst? Wie kann es sein, dass jemand sich von Gericht zu Gericht schleppen lässt und sagt, ich bin bereit für diesen Jesus zu sterben, obwohl Paulus zuvor nicht an Jesus geglaubt hat? Kann man da ernsthaft davon ausgehen, dass das alles nur Illusion ist? Auf gar keinen Fall. Irgendetwas muss passiert sein, das ist klar. Aber wir können anhand der Rekonstruktion der Geschichte des frühen Christentums klar nachweisen, was im Urchristentum passiert ist. Jesus von Nazareth wurde gekreuzigt und begraben, ist aber am dritten Tag auferstanden. Ganz einfach. Das bedeutet, das Christentum kann gar kein Wunschdenken sein. Denn wie der Apostel Paulus schon in seinen Briefen schreibt, so sagt er das auch vor Festus in der Apostelgeschichte,
in Apostelgeschichte 26, das sagt er ganz klar: Leute, ich bin nicht verrückt. Ja, weil es wird ihm ja vorgeworfen, dass viele Studierende der Schrift haben ihn verrückt gemacht. Nein. Ja, er hat gesagt, was ich sage, ist wahr und vernünftig, denn es hat sich nicht in irgendeinem Winkel zugetragen. Das heißt, Paulus und die Apostel und Jesus Christus haben nie von irgendwem verlangt, schaltet euer Hirn aus oder wird schon irgendwie stimmen, glaubt dann fliegende Einhörner, dann werdet ihr irgendwann mal belohnt werden. Nein, die Kirche hat auch damals nicht gesagt, wir kassieren einfach Fett von unseren ganzen Leuten. Denn sie hatten kein finanzielles Motiv, weil ich mit einer solchen Geschichte kein Geld verdiene, sondern höchstens Schläge, da aus damaliger Sicht heraus. Und das haben sie ja auch. Ja? Das bedeutet, dieser ganze Anreiz, eine solche Geschichte zu erfinden, fehlt. Kann nicht sein. Ausgeschlossen. Und Paulus sagt damals schon, was ich sage, ist wahr und vernünftig, denn wir haben Zeugen dafür. In Apostelgeschichte 2,32 heißt es, diesen Jesus hat Gott von den Toten auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Es geht im Christentum nicht darum, das Hirn auszuschalten und an irgendwelche fliegenden Untertassen oder ans fliegende Spaghetti-Monster, wie viele atheistische Spinne uns immer wieder eintrichtern, zu glauben. Im Christentum geht es um verifizierbare Fakten, die nicht einmal die Kritiker quasi eliminieren konnten. Die Juden mussten es zugeben. Die haben es im Matthäus-Evangelium zugegeben. Die haben es im babylonischen Talmud und in der Mischna zugegeben. Die haben es im Dialog mit Trypho, wo Justin der Märtyrer mit Kritikern des Christentums, auch mit jüdischen Kritikern des Christentums, diskutiert und sich ihren Argumenten stellt, zugegeben. Das Grab Jesu war leer und du kannst bis heute dahin fahren. Das Grab Jesu, das es eindeutig ist, ist leer. Das bedeutet, das Christentum steht und fällt mit einer historischen Tatsache, einem historischen Faktum, das Propheten vorher vorausgesagt haben. Vor Jesu Zeit haben wir Schriften, die Schriftrollen vom Toten Meer, da steht all das drin. Das ist nicht gefälscht, sondern das ist quasi vorhergesagt und hat sich konkret in der Geschichte vollzogen. Die Bibel ist somit kein Märchenbuch, sondern die Bibel ist die lebendige Dokumentation dafür, dass Jesus Christus, dass der Herr und Gott Jesus Christus, der Jahwe ist, der von Anfang an war und bis heute ist und immer sein wird, dass der in der Geschichte gehandelt hat und seinen Fingerabdruck hinterlassen hat in der Geschichte und der bis heute nachwirkt und der auf ewig nachwirken wird. Denn Jesus sagt ja so schön, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das bedeutet, im Christentum geht es um eine historische Tatsache, die verifizierbar ist. Das Christentum ist somit kein Wunschdenken, sondern etwas, das man rational verteidigen kann, weil es mit Fakten fällt. Ja? Denn die ersten Muslime, die haben sich getröstet, weil Mohammed jetzt tot war, dass er wohl gen Himmel gefahren ist. Da gab es verschiedenste Legenden, das war alles erfundener Schwachsinn. Die konnten sich nicht sicher sein, wo ihr Karawanenhändler jetzt ist, ja. Das bedeutet, das ist vollkommen belanglos, das ist Schwachsinn, die haben das aufgrund ihrer Wünsche gesagt. Ja. Mohammed konnte kein einziges Wunder tun, stattdessen gab es immer nur diese Offenbarungen, ja, die Muslime dürfen viele Frauen erbeuten und Mohammed so viele, wie er will und dann kriegt er diese Frau und diese Frau und diese Frau. Ja. Also alles Täuschung und da gibt es ein Motiv dahinter. Mohammed hatte ja eh schon Macht, der wollte immer noch mehr Macht, war ein machthungriger Despot. Das bedeutet, da gab es dieses Motiv und da ist dieses Motiv klar, dass man eine solche Geschichte erfindet. Im Christentum ist dies nicht vorhanden, denn im Christentum gelten historische Tatsachen, nicht irgendwelche Himmelfahrtslegenden, sondern das, was Zeugen, und zwar die Zeugen, die mit Jesus Christus zusammen waren, quasi aussagen. Und mit 1. Korinther 15 ist die ganze Diskussion beendet, ob das Christentum denn eine spätere Erfindung sei. Nein, es geht auf die ersten Zeugen zurück, auf die Zeugen Jesu Christi. Wir haben Augenzeugenberichte und Augenzeugentraditionen, dass Jesus auferstanden ist. Dass Jesus auferstanden ist, das ist eine historische Tatsache und wir sehen, Gott hat gehandelt. Nächstes, wir haben gesehen, die Bibel ist
nicht nur historisch zuverlässig und verifizierbar, sondern auch wissenschaftlich. Es finden sich wissenschaftliche Fakten in der Bibel, die noch nicht bekannt waren, als die Bibel geschrieben wurde. Ja. Die wurden jetzt nach und nach erst bestätigt. Man hat zum Beispiel die Bibel lange Zeit dafür ausgelacht, ja, dass sie behauptet, Hasen wären Wiederkäuer. Biologen konnten ein ähnliches Prinzip bei Hasen nachweisen. Und wir haben ja ein ganzes Video dazu gemacht, die Bibel bestätigt durch Wissenschaft. Da findet man all das nochmal, gerne alles nachschlagen. Das bedeutet, die Bibel ist voller bestätigter Prophetien, voller bestätigter historischer Fakten und voller bestätigter wissenschaftlicher Fakten. Das bedeutet, die Bibel ist eine Dokumentation des realen Wirkens Gottes und kein Märchenbuch. Die Bibel hat mit der Realität zu tun und nicht mit Märchen, nicht mit ausgedachten Geschichten. Und damit arbeitet das Christentum mit realem, mit verifizierbarem, mit Faktizität. Damit arbeitet das Christentum. Und deshalb kann das Christentum per se kein Wunschdenken sein, weil es eben auf realen, verifizierbaren Tatsachen basiert. Und das übrigens bis heute, denn Jesus Christus verschwindet ja nicht. Ja? Das Leid hat der Mensch sich selbst gemacht. Er hat Gottes Gebote übertreten, er hat Gottes schöne Schöpfung zerstört. Und trotzdem hat sich Gott uns offenbart und erbarmt. Und was sehen wir? Wir sehen, dass bis heute Menschen am eigenen Leib teilweise, Therese Neumann zum Beispiel, Pater Pio, erfahren, wie real Jesus Christus ist. Es gibt Marienerscheinungen, es gibt Jesuserscheinungen überall in der Welt. Ja. Es wird sogar von einer Evangelisation der Muslime im Iran, in Saudi-Arabien, in diesen ganzen islamofaschistisch verseuchten Ländern, da wird davon berichtet, dass Muslime Träume von Jesus haben oder Erscheinungen, Visionen von Jesus. Jesus heilt bis heute Menschen. Es gibt bis heute solche Erfahrungen, die zeigen, Jesus ist nicht ausgeblieben, Jesus ist nicht weg, sondern er ist umso präsenter. Bis heute gibt es Erfahrungen mit der transzendenten Anderswelt, die immer wieder das bestätigen, was uns die Bibel sagt. Es gibt eine transzendente, omnipräsente, omnipotente, omnisciente und immer alles durchdringende Welt, die jenseits unserer Sinne ist und arbeitet. Das bedeutet, bis heute ist erfahrbar, was für die Apostel damals erfahrbar war, dass Gott lebt und dass Gott das Realste überhaupt ist. Ja? Deshalb ist es durchaus zutreffend, wenn man sagt, Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot. Gott sagt jetzt, Nietzsche ist tot. Nietzsche ist tot und wird es bleiben. Er vermodert jetzt in seinem Grab und wird eines Tages in den ewigen Feuersee geworfen. Nietzsche hat ganz klar verloren, denn er hat sich mit dem Falschen angelegt, nämlich mit dem einzig wahren Gott. Ja? So viel dazu. Was wir ferner feststellen und sagen können, ist, dass das Christentum grundsätzlich nicht klingt wie Wunschdenken. Wir haben uns mit dem Islam beschäftigt. Ja? Wir haben uns mit dem Islam beschäftigt, da gibt es solche Dinge, ja, Muslime dürfen bis zu 4 Ehefrauen haben, die dürfen sie so richtig hart rannehmen. Frau hat ja eh keine Rechte im Islam, da heißt es in Sure 2 ja mal, die Frau, ja, es sei euch ein Saatfeld bestellt, wann auch immer ihr es wollt. Wie krank ist das denn, bitteschön? Mohammed, wenn er nur eine nackte Frau angesehen hat oder sofort eine Offenbarung von Allah bekommen, hey, ja, die gehört dir. Sogar Aisha, die Kinderbraut Mohammeds, ich betone, die Kinderbraut Mohammeds. Was hat die gesagt? Naja, haben wir uns auch schon mal angeschaut anhand von Hadith-Quellen. Die hat zu Mohammed gesagt, naja, schon komisch, ne? Weil der ist das aufgefallen. Der ist das aufgefallen. Hat gesagt, naja, schon komisch, ne? Lieber Mohammed, dass Allah immer ganz schnell ist, deine Sehnsüchte und Gelüste zu erfüllen. Aha. Er ist halt ein besonderer Mensch. Nichts besonderer Mensch. Das ist ein Betrüger gewesen. Doch was finden wir im Christentum? Ja? Was ist Wunschdenken überhaupt? Was wäre eine Wunschdenkenreligion? Gibt es ja heute in diesen ganzen esoterischen Kreisen. Ja, gibt es das oft in diesen esoterisch-spirituellen Kreisen. Da wird dann gesagt, ja, Gott ist Liebe. Gott ist grenzenlose Liebe. Da sage ich, ja, da gehe ich ja noch mit. Aber Liebe bedingt auch Gerechtigkeit. Ja? Und wenn ich dann das höre, ja, Gott ist ja so grenzenlose Liebe, deswegen würde er niemals einen Menschen in die Hölle schicken.
Und dann sage ich, dann lies doch einfach mal die Bibel. Lies doch mal die Bibel. Was steht da drin? Die Bibel lehrt nicht, dass Gott die Hölle erschaffen hat. Die Bibel lehrt nicht, dass Gott ein grausames moralisches Monster ist, das Menschen in die Hölle schickt. Sondern die Bibel lehrt, dass der Mensch das Böse durch seine freie Entscheidung gegen Gott überhaupt erst in die Welt gebracht hat. Er wusste, mit wem er sich einlässt. Ja, wenn er sich mit dem Bösen einlässt. Trotzdem hat er es getan. Und jetzt würde er dann herumwinseln, weil es ihm schlecht geht. Das heißt, ich kann diese ganze Frage, warum lässt Gott Leid zu, nicht mehr hören, ja. Weil der Mensch sich das Grab selbst geschaufelt hat, ja, und dann ist es natürlich stark drin, ja, wenn er dann die Probleme hat, das alles auf Gott abzuwälzen, ja, dann quasi das Ventil, ja, anstatt einfach Gott dafür zu danken, dass er uns überhaupt bei all dem Mist, den wir als Menschen anstellen, dass er uns gnädig ist, dass er uns den Herrn Jesus Christus gegeben hat. Und was tun wir Menschen? Wir suchen nur den Fehler bei Gott, anstatt ihn bei uns selbst zu suchen. Wie armselig, sage ich da nur. Ja? Aber es geht ja noch weiter. Wenn ich in diesen ganzen esoterischen Kreisen höre, dass Gott einer ist, der, weil er Liebe ist, die Allversöhnung möchte und jeder in den Himmel kommt, dann muss ich sagen, das ist der größte Blödsinn, der größte Schwachsinn, den ich als Mensch jemals verzapfen könnte. Denn das würde ja heißen, dass Mutter Teresa und Adolf Hitler gleichberechtigt wären. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, dann wäre es egal, bei einem Gott der Liebe, der auch ein gerechter Gott sein muss. Ja? Und der biblische Gott, der ist ja angeblich nicht gerecht, weil er die Hölle zulässt. Jetzt mal ein Gedankenexperiment. Wenn ich ein guter Mensch bin, ja, oder damit mir nichts nachgesagt wird, sagen wir, ich bin der mieseste Mistkerl überhaupt. Ich stehle, ich morde, ich schaue nur auf mich. Und ich habe eine große Yacht, wie zum Beispiel dieser Wladimir Putin. Der fängt mal eben einen Krieg an und hat tausende Yachten. Ja, und kümmert sich einen Mist, wie es seinem eigenen Volk geht. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir einen Menschen, der sich aufopferungsvoll für andere Menschen einsetzt, Krankenhäuser errichtet, soziale Stiftungen macht, wie zum Beispiel eben Mutter Teresa oder Pater Pio. Und dann will ich sagen, sind die beiden im Tod gleich? Das ist doch der ungerechteste und bösartigste Gott, den ich postulieren kann. Das bedeutet, gerecht ist nur ein Gott, der für Gerechtigkeit sorgt. Und deswegen heißt es hier, in Matthäus 7, 21 bis 23 auch, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Wunderwerke vollbracht? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist das Wort des lebendigen Gottes, des Herrn. Der Herr Jesus Christus sagt nämlich, es läuft nicht so. Ja? Es reicht nicht einfach nur jeden Sonntag in die Kirche zu gehen und so zu tun, als wäre man der gläubigste Christ und sich dann im Nachhinein so aufführen, als wäre man der größte Macker auf Erden oder als wäre einem alles egal. Das bedeutet, mit dem christlichen Glauben ist etwas verbunden. Da ist etwas verbunden, dass man das in sein Leben mit einbezieht. Ja? Wie würde eine Wohlstandsreligion aussehen? Ja, genauso eine solche esoterisch-spirituelle Sektensuppe, in der es heißt, naja, in dieser unserer Suppe, da schwimmen wir alle ein bisschen mit drin und wir alle sind ja komplett gleich, ja, weil wir im Grunde, das sagt ja Gott auch, wir alle sind gleich und zwar in dem Punkt, dass wir alle Sünder sind, ja, das bedeutet, wir alle bedürfen der Erlösung, ja, und um Erlösung zu erlangen, sollte ich mich zum Herrn Jesus Christus bekennen und voller Demut Buße tun, also es besser tun und mich dazu bemühen und ich sage nicht, dass mir das immer gelingt. Aber ich sage, dass das eine gute Botschaft, dass das die beste Botschaft und die einzige Botschaft ist, die vom wahren Gott kommen kann. Warum? Weil Jesus Christus zwar sich für uns aufopfert, aber dafür auch unsere Nachfolge will. Ja? Denn was bringt es bitteschön, wenn wir sagen, der Herr Jesus Christus ist so toll und dann bin ich aber der größte Mistkerl. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und auf der anderen Seite kann ich einen Angriffskrieg zum Beispiel anfangen. Das passt nicht
zusammen. Das bedeutet, mit dem christlichen Glauben sind gewisse Handlungen verbunden. Das bedeutet, ich zitiere mal mit dem Apostel Paulus, ja, der ermutigt ja in Römer 12, 1 bis 2 die Gläubigen, ihr Leben als lebendiges Opfer darzubieten, sich nicht dem Denken dieser Welt anzupassen, sondern erneuert zu werden durch die Erneuerung ihres Sinnes. Und in Galater 5, 22 bis 23 konkretisiert er das. Denn was sagt er? Er sagt, dass die Frucht des Heiligen Geistes Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung mit sich bringt. Ja? Also alles gute Tugenden, die man zu tun hat. Natürlich, weil wenn ich ein Wunschdenken hätte, dann würde ich sagen, es ist egal, du kannst dein Leben vollkommen genießen, es ist vollkommen egal, was du tust, tu und lasse, was du willst, schau nur auf dich. Und dann geht's im Himmel munter weiter, denn dann kriegst du im Himmel dein Bier und dann Bäche aus Honig und Milch und dann bekommst du noch deine Huris serviert, wie es im Islam ja ist, ja, obwohl du auf Erden schon genug Sex hattest, im Islam zum Beispiel, ja. Das ist typisches Wunschdenken, ja, und zwar perverses Wunschdenken, ja. Aber im Christentum läuft es nicht so. Da gibt es etwas Wunderschönes, nämlich die Erlösung durch Jesus Christus. Da gibt es aber auch die Verpflichtung des Menschen, danach zu leben. Und da gibt es auch durchaus nicht nur den Himmel, den schönen Himmel, sondern da gibt es auch eine Bestrafung. Da gibt es durchaus auch eine Bestrafung. Paulus mahnt die Gläubigen, nicht umsonst ihr altes sündiges Verhalten abzulegen, weil wir in Jesus Christus zwar eins sind, weil wir in Jesus Christus aber neue Menschen sind. Das ist die Botschaft von Epheser 4, 17 bis 32, ja? Weil uns der Herr Jesus Christus durch seinen hingegebenen Leib und sein vergossenes Blut von Sündern zu Menschen Gottes, zum Ebenbild Gottes zurückmacht und in den Bund Gottes zurück mit aufnimmt, muss mich das transformieren, muss ich im Heiligen Geist natürlich auch mich vom Heiligen Geist transformieren lassen. Denn es passt nicht zusammen, wenn ein alter Sünder seine alten Sünden beibehält und aber so tut, als wäre er vom Heiligen Geist berührt. Wenn ein alter Sünder vom Heiligen Geist berührt, dann sieht das so aus wie beim heiligen Paulus. Der hat erst Christen verfolgt, dann wurde er zum größten Christen, ließ sich verfolgen, hat aber andere Menschen mit Liebe und Respekt behandelt und ihnen das wahre Evangelium verkündet. So sieht Buße aus, so sieht wahre Nachfolge aus. Deswegen sage ich immer, orientiert euch am heiligen Paulus, denn genauso wie es er gemacht hat, ist es richtig. Er hat wahre Nachfolge gelebt und wird nun dafür im Himmel belohnt. Alle anderen werden in der Hölle bestraft, wenn sie so etwas nicht tun. Vor allem dann nicht, ja, und das sagt der Herr Jesus im Matthäus Evangelium Kapitel 7 ja auch, vor allem dann nicht, wenn ich zwar sage, dass ich ein Christ bin und Jesus nachfolge, in Wirklichkeit es aber halt einfach nicht tue, ja. Es ist schön, wenn ich an die Auferstehung glaube und das ist heilsnotwendig, ja. Aber dazu gehört eben, dass ich ein gewisses Leben führe, wie es Jesus Christus und seiner Nachfolge gemäß auch tatsächlich ist. Und zwar Reinheit, Aufrichtigkeit und Nächstenliebe anstatt Verdorbenheit, Hass und Unehrlichkeit. Ja? Und deswegen fordert Paulus in Kolosser 3, 12 bis 17 von uns Gläubigen auch, sich mit Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld zu bekleiden. An anderer Stelle spricht Paulus von schlechten Dingen, wie zum Beispiel seine Eltern nicht zu respektieren, Menschen zu beleidigen oder zu lügen. Ja? Das passt natürlich nicht zum Geist Gottes, zum Geist der Wahrheit. Ja? Das bedeutet, mit dem Christentum ist auch etwas Konkretes verbunden. Da kann ich nicht einfach nur so Halligalli dahin leben, ja? Sondern da ist es durchaus so, dass ich an Jesus Christus glaube, aber mich auch dementsprechend verhalte. Ja? Ansonsten Markus 9, 43 bis 48. Der Herr Jesus warnt uns hier vom ewigen Feuer, das für diejenigen bestimmt ist, die Ursache für Sünde sind. Er beschreibt es als einen Ort, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das hört sich natürlich nicht schön an, aber in Anbetracht dessen, was wir Menschen alles kaputt gemacht haben hier auf dieser Welt, ja, sollten wir dann ein Blatt vor den Mund nehmen? Ja, genau das erlebe ich nämlich auch unter Christen. Auch unter Christen. Denen sind teilweise solche Bibelstellen dann auch noch peinlich, weil sie so tun, ja, das hört sich jetzt gar nicht mal so schön an. Ja, diese ganzen Bibelstellen mit Nächstenliebe und so, die sind richtig toll. Die lassen mal so richtig hoch leben. Aber die Stellen mit der Hölle, die müssen wir so ein bisschen verstecken, weil es ist ein bisschen peinlich, weil es passt ja nicht zum lieben Gott.
Aber was ist das wieder für ein Schwachsinn? Ein Gott, der Liebe ist, ist auch gleichzeitig ein Gott, der Gerechtigkeit ist. Und ein Gott der Gerechtigkeit kann nicht Adolf Hitler und Mutter Teresa gleichzeitig in den Himmel lassen. Das funktioniert nicht, ja? Das bedeutet, dieser ganze esoterisch-spirituelle Brei, der sich das einredet mit einem Gott, der Liebe ist und deshalb nur den Himmel zulässt, deshalb es auf gar keinen Fall zulässt, dass der Mensch irgendetwas tun muss und der Mensch einfach frei in seinem Tun und Handeln ist in dem Sinne, also einfach tun und lassen kann, was er will, ob er Menschen dabei schadet oder nicht und ob er dabei egoistisch und egozentrisch ist oder nicht. Ja, er kann sein egozentrisches Leben führen und im Himmel dann wird er auch noch belohnt dafür, weil die Hölle gibt es ja nicht. Ja? Lauter solche Dinge. Das ist Wunschdenken. Das ist Wunschdenken. Das Christentum ist aber kategorial verschieden. Natürlich ist es wunderschön mit der Erlösung. Natürlich ist es wunderschön mit der Auferstehung Jesu Christi. Ja? Aber auch zunächst unangenehme Forderungen werden hier stehen gelassen, werden hier nicht nur stehen gelassen, sondern werden hier sogar noch betont. Ja? Jesus sagt einmal, es kann nicht jeder ins Himmelreich kommen, der Herr, Herr zu ihm sagt, weil es gibt auch falsche Nachfolger. Ja? Das heißt, dass Jesus kein Rattenfänger war, sondern dass er ehrliche und aufrichtige Nachfolge wollte. Ja? Jesus, der hätte auch locker nach materiellem Reichtum streben können. Stattdessen hat er sich für den stellvertretenden Sühnetod entschieden. Naja, warum? Weil er hätte ja auch die Krone annehmen können. Ja, er hätte König Israels werden können. Sie hätten ihn gekrönt. Das hat er abgelehnt, da hat er sich immer des Volkes entzogen. Warum? Er wollte keine weltliche Macht, sondern er wollte den Menschen zeigen, dass es eine Macht gibt, die viel größer ist als weltliche Macht. Und er sagt auch daher ganz klar, dass in Matthäus 10,38 sagt er das ganz klar. Und dann stelle ich diese andere Aussage von ihm nochmal daneben, um das nochmal zu sagen. In Matthäus 10,38 sagt Jesus, dass jeder, der nicht das Kreuz von ihm selbst auf sich nimmt, dass der nicht würdig ist seiner Nachfolge. Ja? Das bedeutet auch hier eine zunächst unangenehme Forderung. Hier wird nämlich glasklar, das Leben eines Christen ist nicht immer nur ein Zuckerschlecken. Denn man muss sich viele Verführungen des Teufels gefallen lassen, viele Schläge der Welt, ja, weil bis heute Menschen, die Christen sind, wegen ihrer Überzeugung verlacht oder sogar diskriminiert und sogar getötet werden. Wie es bei den frühen Aposteln schon so war, nur noch schlimmer war es bei den Aposteln, aber auch heute gibt es leider noch die Fälle, dass Christen verfolgt für ihren Glauben werden, ausgegrenzt, gemobbt, verlacht und im schlimmsten Fall sogar dafür verletzt oder ermordet werden. Ja. Und Jesus sagt hier ganz klar, ist hier brutal ehrlich, ja? Wäre er ein Rattenfänger gewesen, dann hätte er sagen können, ja, bei mir gibt es kostenlos Milch und Kekse und jeder kommt in den Himmel. Nein, aber so ist es nicht. Der gerechte Gott, der sorgt für Gerechtigkeit. Und in Matthäus 10,38 sagt er eben auch ganz klar, das Leben eines Christen ist nicht immer nur ein Zuckerschlecken. Und wer aus Bequemlichkeit nichts sagt, oder wer aus Bequemlichkeit sich nicht auf Jesus Seite stellt, sondern auf die Seite derer, die ihn für den Glauben verlachen, warum sollte sich Jesus dann vor seinen Engeln und vor seinem Herrn dann zu ihm bekennen, wenn er in den Himmel fährt? Das bedeutet, das Christentum ist mit gewissen Dingen verbunden. Der Mensch muss hier auch etwas tun, der Mensch muss hier seine sündhafte Natur erkennen, sie reflektieren und auch wenn es zunächst unangenehm ist, dies nicht nur erkennen und bekennen, sondern sich auch verändern. Ja? Das spricht nicht für Wunschdenken, denn beim Wunschdenken hätte man das alles versucht schön zu reden und gesagt, es gibt ja eh nur den Himmel, von daher ist alles gleich, im Himmel werden wir eh alle belohnt, auch wenn wir im Leben gelebt haben wie ein Schwein, weil es ist im Grunde alles gleich. Wir können ja hier auf Erden tun, was wir wollen. In den Himmel kommen wir sowieso. Das ist Wunschdenken. Aber hier werden konkrete Forderungen gestellt an den Menschen, dass er sich bessern soll. Das Christentum hat also auch eine erzieherische Funktion. Menschen sollen, auch wenn es zunächst unangenehm ist, sich bessern, zur Buße kommen und sich nicht von der Sünde verleiten lassen, sich nicht von der Welt verleiten lassen und vor allem, auch wenn es nicht immer ein Zuckerschlecken ist, sich nicht sofort von jedem Widerstand quasi einknicken lassen. Wenn ich mich von jedem einzelnen Widerstand Verzeihung, wenn ich bei jedem einzelnen Widerstand, den ich schon im Leben erfahren habe, weil ich Jesus Christus verkünde, eingeknickt wäre, dann würde ich jetzt hier diese flammende Predigt nicht halten. Wisst ihr warum? Weil wenn du
sagst, naja, du hast dich umoperieren lassen, bist jetzt vom Mann zu einer Frau geworden, du bist homosexuell. Oder, naja, du sagst von mir aus auch solche Geschichten wie ich bin in dritter Ehe verheiratet oder ich bin für Abtreibung. Dann bekommst du vielleicht sogar noch Applaus. Wenn du dich aber zum Herrn Jesus Christus bekennst, dann wirst du merken, was Macht des Widersachers ist. Diese Worte, die stammen nicht von mir, die hat Olaf Latzl in einer Predigt schon einmal so schön gesagt. Ja? Und unabhängig davon, was Einzelner von Olaf Latzl halten mag, hiermit, mit diesen Worten hat er vollkommen recht. Denn wenn du dich zu Jesus Christus bekennst, du kannst jeden Mist heute verzapfen, aber wenn du dich zu Jesus Christus bekennst, dann wirst du erst merken, wie viel Widerstand du erhältst. Und ein Mensch, der dann einknickt, der ist natürlich lebendiger Nachfolge nicht wert. Ja? Denn wen betet er dann an? Dann betet er nicht Jesus an, sondern seinen eigenen Wohlstand. Was meint ihr denn, wie unangenehme Situationen schon oftmals entstanden sind, weil ich schon mal im Kreise von Menschen war, schon des Öfteren in einer Diskussionsrunde war, wo die Leute alle der Überzeugung waren, naja, ob das mit dem Jesus alles so stimmt, das könne man ja nicht wissen. Und ich habe halt dann die radikale Position, die in ihren Augen radikale Position vertreten, dass die Bibel glaubwürdig ist und dass man dazu heute noch stehen kann. Ja? Da haben sie mich angesehen wie einen Geist und gesagt, sie sind zu historisch. Oder haben gesagt, naja, sie sollten mit solchen Aussagen vorsichtig sein. Und diese Leute bezeichnen sich dann als Christen. Das sind keine Christen, das sind weichgespülte Christen. Jesus braucht aber keine weichgespülten Scheinchristen oder Namenschristen. Jesus braucht lebendige Nachfolge. Denn wenn man so arbeiten würde, wie heute teilweise auch in katholischen, in evangelischen Verbänden gearbeitet wird, wenn die Apostel damals so gearbeitet hätten, dann wäre das Christentum heute nur noch ein kleines Häufchen Elend. Das Christentum ist heute die größte Weltreligion, weil die Apostel mit Nachdruck das Evangelium verkündet haben. Weil sie würdige Nachfolger waren und weil sie Jesus ernst genommen haben. Und viele Christen, sind wir ehrlich, die lachen doch heute über Jesus, weil sie oder sie schämen sich dafür, dass Jesus eben nie kein Blatt vor den Mund genommen hat, sondern die Wahrheit klar ausgesprochen hat. Er war eben kein Heuchler, dem es um weltliche Macht ging. Er war jemand, dem es um die Wahrheit, um Gott ging. Ja? Und natürlich, wenn es heute jemandem um Wahrheit oder Gott geht, dann wird der schnell abserviert, ja? Aber genau davon sollten wir uns nicht abschrecken lassen, denn genau das will der Satan ja. Und dann lacht uns der Satan auch aus. Das bedeutet, wir sollten solche Widerstände aushalten. All das klingt letzten Endes nicht nach Wunschdenken, weil das Ganze kein Wunschkonzert ist, sondern weil dieses Leben hier eine Prüfung ist. Und weil Gott natürlich, und das möchte ich jetzt noch zu Matthäus 11, 28, 3 bis 30 sagen, zwar immer da ist, aber wir natürlich auch unsere Prüfungen machen müssen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was meint der Herr Jesus damit? Natürlich ist es zunächst einmal schwer, wie wir teilweise auf der Welt dafür behandelt werden als Christen, dass wir Jesus bekennen. Aber all das ist nichts im Vergleich zu dem, was der Herr Jesus für uns getan hat. Er ist am Kreuz gestorben, hat sich regelrecht dahin schlachten lassen und ist dann auferstanden von den Toten, hat sein Grab verlassen, hat dann gepredigt, nicht nur den Geistern im Gefängnis, sondern auch uns und ist dann gen Himmel aufgefahren vor den Augen der Apostel. Und da muss man dann ganz klar sagen, da kommt dann der Punkt, wo man sagen muss, das ist so wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt, denn hier geht es um Gott und unser ewiges Heil. Und in Anbetracht dessen, was Jesus Christus für uns getan hat, wird es uns einmal leicht erscheinen oder kann es uns leicht erscheinen, all diese Strapazen dieser Welt auf uns zu nehmen. Denn eines Tages wird wirklich die andere Welt kommen, das himmlische Jerusalem. Und das ist keine Jenseitsvertröstung, denn Gottes Reich wurde von Jesus nicht auf zukünftig verlegt. Denn Gottes Reich ist mit Jesu kommen bereits, hat bereits begonnen. Vor den Augen selbst der Skeptiker, die mit angesehen haben, dass Jesu Grab, das selbst versiegelt und bewacht war, leer gewesen ist. Jesus konnte kein Mensch aufhalten, denn er ist der lebendige Gott. Und das ist kein Wunschdenken. Realer geht es nämlich nicht. Und deshalb sollte man sich zum Herrn Jesus Christus bekennen, denn er ist kein Wunschdenken. Er ist wunderschöne Realität. Und für ihn lohnt es sich,
selbst die größten Strapazen auszuhalten. Das meint Jesus mit: Mein Joch ist leicht, meine Last ist leicht. Denn Jesus trägt ein Stück unserer Last mit sich. Er ist immer bei uns und gibt uns die Kraft, wenn wir aufrichtig sind. Und eines verspreche ich euch: Es lohnt sich. Es lohnt sich, für Jesus Christus einzustehen. Denn mit Jesus Christus ist man der glücklichste Mensch überhaupt. Dieses Glück der Welt kann man mit nichts und niemandem kaufen. Und auch wenn man manchmal dafür ausgelacht wird, wir haben es ja eh noch leicht, die Apostel wurden damals geschlagen und ermordet, auch wenn man es oftmals nicht leicht hat, am Ende steht Jesus zu uns und am Ende wird jeder begreifen, dass Jesus die Wahrheit ist. Denn Jesus hat uns nie verlassen, er ist bis heute hier, er hat das Leid zerschmettert und er wird es eines Tages zerschmettern. Er ist bis heute gegenwärtig, weil er lebt, weil er die Wahrheit ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand zum Vater kommt, denn durch ihn. Und wenn wir die Macht des Widersachers gespürt haben, dann spüren wir die Kraft Gottes, die die Macht des Widersachers zerbröseln lässt. Das habe ich schon so oft erfahren und Jesus Christus hat sich in meinem Leben schon so oft bewährt, weil er mir schon so oft geholfen und Kraft gegeben hat. Deshalb mache ich das, weil Jesus lebt. Denn er ist kein Wunschdenken. Er ist der lebendige, wahre Gott. Amen.